Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5. In der heutigen Ausgabe mit einer traurigen Dame an unserem Bunde. Ja, das ist die gute Dame und wir müssen ihr irgendwie was besorgen. Also die Schaltplatte hier unten, die ihr gerade seht, die ist in der letzten Episode leider kaputt gegangen. Also in der vorletzten Episode. Und der müssen wir jetzt mal einfach mal kurz, ja, eine neue Ding besorgen. Und wie wir schon in der letzten Episode festgestellt haben, wir können nur noch zum Basam und zu der alten Dame hier gehen. Also, zu Wea Security, also Basam, beides ist das gleiche, am gleichen Ort. Heißt, geh einfach mal hier ran und fragen den Typen, was es so hier gibt. Na, mal kurz schauen, Kiosk, mal, was da so los ist. Ich schaute mir Basams Waren genauer an. Schauen Sie sich ruhig um, George. Ich habe mein Angebot aufgestockt und muss sagen, die Umsatzzahlen einiger Waren sind erstaunlich. Butterbrote, Musik, Grußkarten, Töpfe, Hammertöpfe. Was sind das für Dinger? Öltöpfe. Naja, das bringt natürlich nicht so viel, wenn die leer sind. Nee, ich will zuerst. So, Bücher. Da lag ein Stapel Bücher. Aber dem Aussehen nach alle in Griechisch. Na, ich denke mal, Basam ist so eine Art Grieche oder irgendwas. Da kann man schon sich mal ein bisschen vertun in der ganzen Sache. Und hier haben wir noch Musik. Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glückwunschkarten, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glück... Basams Mittagessen. Ja, ebenfalls. Ich habe gerade zu Abend gegessen. Spulen und Garn. Sorry, aber... War das jetzt alles? Na, dann sprechen wir mal mit Basamir. Hey! Was kann ich für Sie tun? Hier, ich brauche mal ein Lied. Haben Sie eine Karte, die das Lied Jasmin spielt? Kommt mir bekannt vor. Lassen Sie mich mal kurz in die Datenbank gucken. Ich glaube, das war von den Harry Lobsters. Basam kannte sich mit seiner Ware wirklich gut aus. Ah, hier ist sie. Wie viel? Gratis, wenn Sie mindestens 3 Leuten von meinem Laden erzählen. Na, das klappt ja gut. Danke. Sonst noch was? Okay, dann. Nichts als. Sie. Haben wir schon einmal. Danke. Eine Grußkarte, die Jasmin abspielt. Und das als Gegenleistung ist ja eventuell schon was wert. Komm, George, stopp. Wir haben nicht so lange zu. Zum Reden da. Wir müssen auch was heute noch erledigen. Ja? Bijou, hier ist nochmal George. Oh, aber jetzt geht's rein, Bude. Und wir sind hier. Wir sind drinne in der Gutmütigkeit der Dame. Dom, 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 dom. Wie wäre es mit dieser Karte? Sie spielt die Melodie. Unser Lied. Oh, wie wunderbar. Tanzt mit mir, Ori. Okay. Bijou? Henri? Ich weiß, dass ich nicht Henri bin. Könnte ich bitte den Schlüssel für den Safe haben? Henri, bist du das? Sie sind nicht Henri. Ich will mit Henri tanzen. Ich könnte Sie leichter überreden, wenn ich wie Henri aussehe. Schauen Sie, Bijou.
Komm jetzt an den Schminktischchen. Da verkleiden wir uns. Ich war an Bijous bestens ausgestattetem Schminktisch. Na. Du weißt mal. Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Zeit, Henri zum Leben zu erwecken. Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Meine Blume. Ich steckte mir Henris Blume ins Knopfloch. Der Jasmin verlieh mir definitiv etwas perfekt Hippie-mäßiges. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Jupp. Henris Haare waren... Komm mal mit dem Ding da. Dann eben nicht. Nee. Lippenstift. Ob Rot wohl zu meinem Teint passt? Was? Bijou benutzte einen durchdringenden Blumenduft. Den wollte ich aber nicht an mir haben. Aber den. Das würde aber niemals... Wieso kannst du jetzt dir... Ich wollte das nicht für die Augen, aber vielleicht ein wenig? Jetzt hatte ich die gleiche Haarfarbe wie Henri. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Ja, hier. Eine Haarbürste. Einen Kamm, dann mit dem Streichholz oder was? Nee. Was haben wir denn noch so? Was ist hier? Als Kind habe ich mir mal die Fußnägel mit dem Nagellack meiner Mutter angemalt. Ich weiß bis heute nicht, wieso sie deshalb so geweint hat. Henri hatte etwa den gleichen Körperbau wie ich, aber wie konnte ich mein klassisches, gutes Stubbert-Aussehen verbergen? Für den Anfang, Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich reinigte mir das Gesicht, bevor ich aufstand. Wieso? Ich fand Mozart... Nochmals zu... dem toten Mann hinüber. Henri war mit sich und der Welt im Reinen. Ausgestopften Hund, haben wir da irgendwas? Ein Ehrenplatz. Der kleine ausgestopfte Hund. Sein kleines Gesicht. Ja, das haben wir schon mal gehabt. Ja, Musik zu lieben. Bijou schien die Musik. Ich sagte, ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt los ist hier hinten. Haben wir noch Bijou? Ist die eventuell blind? Weg. Nochmals, bitte. Was haben wir hier noch so Schönes? Papiertücher. Ich beschloss, mir das Gesicht zu säubern und von... Wachsstreifen. Ich schnappte mir einen Streifen. Wachsalarm. Und das für was?
Ich brauchte mehr Haare. Nicht weniger, okay. Keine Ahnung, was machen soll. Wachsstreifen und Haare. Wisst ihr's? Eventuell mit den Wachsstreifen das Ding hier abwurbeln, aber ich hab keine Ahnung. Tut mir leid, Kleiner. Wir sehen uns dann in Rio. Hat funktioniert. Naja, wir versuchen es noch einmal. Ich hab keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich hab wirklich keine Ahnung. Zuerst das hier. Ich hab gesagt, Bart. Junge! Bart. Bist du beschissen? Das wäre nutzlos. Bist du blöd? Ich hielt den Mund fest geschlossen und drückte den Wachsstreifen auf meine Oberlippe. Ein Instant-Ziegenbart. Das sah gut aus, aber noch nicht perfekt. Dunkler. Henri. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Es war schwer, durch die Brille Henris Augenfarbe zu erkennen. Na dann auch mal die Brille aufsetzen. Ich sah dem Galeriebesitzer. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Mein Outfit brauchte etwas. Ach, die Flower Power. Geschichte hier. Ich steckte mir Henris Blume ins Knopfloch. Der Jasmin verlieh mir definitiv etwas perfekt Hippie-mäßiges. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Die Kleidung stimmte auf den Punkt. Aber ich brauchte noch etwas Stimulation für die anderen Sinne. Ach, das Brä oder was? Ich übertünchte meinen Geruch mit Henris Brä. Mir schossen Tränen in die Augen. Das war's. Ich schaute in den Spiegel also, und Henri blickte mir entgegen. Aber okay. Henri, da bist du ja, du böser Junge. Tanz mit mir, mein kleiner Rollmops. Du hast mir gefehlt. Mit Vergnügen, Cherie. Oh, Henri, ist das nicht ehrlich? Wie in alten Zeiten. Okay, Show-Einlage hier. Doch, wie sie gut tanzen können, das werden wir jetzt erfahren. Bijou, Schatz, ich brauche den Safe-Schlüssel. Hast du ihn? Natürlich. Ich hab doch versprochen, darauf aufzupassen. Hier, Hasi Baby. Ich sollte sie schlafen lassen. Ich hatte ja den Schlüssel. Und außerdem wollte ich endlich diesen Herkunftsnachweis in die Finger bekommen. Wieder zurück in der Galerie. Liebe Leute, wir sehen uns dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich war überrascht. Baphomets Fluch. Ein Titel, der niemand vergisst und auch niemand vergessen wird, denn hier auf meinem Channel gibt's jetzt auch den fünften Teil. Nach dem zweiten Teil 2.5
Ja, wenn ihr mal die Playlist folgen wollt, dann klickt einfach auf den scharfen Bildschirm links unten. Ansonsten schaut weitere Geschichten von meinem Channel. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.